Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Iserlohn Roosters gegen die Grizzly Adams aus Wolfsburg. 0-7, der Endstand vor 3604 Zuschauern hier in Iserlohn. Beide Trainer sind bei uns, zu meiner Rechten Pavel Groß aus Wolfsburg, zu meiner Linken Doug Mason, und wir dürfen zunächst unseren Gästetrainer um sein Statement bitten. Ja, schönen Abend. Ich glaube, ich muss heute ein bisschen anders eigentlich anfangen als normal, weil die Frage, die wir sowieso bekommen, und zwar, warum wir die Eiszeit genommen haben, 40 Sekunden vor dem Schluss, es war aus einem Grund. Wir wollten keinen hier verarschen, überhaupt nicht, weder den Gegner noch die Spieler oder Zuschauer. Wir haben heute mit zwei neuen Spielern gespielt, es war drin. Erstes Spiel, die waren sehr, sehr lange auf dem Eis, über eine Minute in der defensiven Zone. Und da haben wir Icing gemacht und habe ich gedacht, okay, bevor wir die da nicht dort spielen, dann nehmen wir eine Auszeit. Die haben wir sowieso zur Verfügung. Also nur von vornherein zu sagen, ich wollte überhaupt keinen verarschen, das hat damit nichts zu tun. Sonst zum Spiel. Wir haben uns eigentlich eine Sache vorgenommen, dass wir hier aggressiv spielen wollen. Wir wissen, wie gut oder wie läuferisch gut die Iserlohner Mannschaft ist. Wir haben eigentlich, sind wir in die Zweikämpfe sehr aggressiv gegangen, haben wir natürlich auch dementsprechend ein paar Strafzeiten gemacht. Aber dadurch, dass wir eigentlich aggressiv gespielt haben, haben wir auch unsere Unterzahl sehr gut gespielt. Und dann letztendlich von den Transition, von den Kontrastmöglichkeiten haben wir auch Tore geschossen. Ja, vielleicht ist der Sieg für ein paar Tore zu viel. Aber ich glaube, wir haben heute das beste Spiel der Saison gespielt, der neuen Saison. Danke. Danke, danke, Pavel Groß. Gibt es Fragen an den Wolfsburger Coach? Das ist nicht der Fall, dann das Statement von Doug Mason, bitte. Guten Abend zusammen. Ich habe das zwei verschiedene Spieler gesehen heute Abend. Ich habe ein Spiel, das hat 10 Minuten gedauert, und ein Spiel, das 50 Minuten hat gedauert. Die ersten 10 Minuten vom Spiel, wir sind gut gestartet, wir haben gut gelaufen und gut gespielt, und wie Pavel gerade gesagt hat, es war ganz deutlich für mich, dass Wolfsburg hier gekommen ist mit einem Gameplan von körperlich zu spielen und sehr aggressiv auf dem Körper zu sein. Und wenn man so spielen will, wie gesagt, man muss auch bereit sein, um die Konsequenzen zu bezahlen, und das bedeutet unsere Unterzahl, und wir haben unsere Überzahl nicht ausnutzen können. In diese gleichen 10 Minuten hat unsere Schiedsrichter eigentlich noch mehr Strafen geben können, und was ich noch erinnern kann, hat auch die Fans auch so gedacht. Die Check gegen Christian Hommel, die Check gegen Thomas Holzmann, die jetzt in das Krankenhaus liegt, das hat auch 2 oder 5 Minuten können sein, und diese Strafen werden nicht gegeben, und es hat nichts zu tun mit dem Spiel von Wolfsburg. Wolfsburg ist hier gekommen mit einem Gameplan, sie haben es ausgeführt, und sie haben es getan. Und ich finde, das hat viel zu tun mit der Entscheidung von einem Schiedsrichter. Ein Schiedsrichter ist da für die Sicherheit von den Spielern. Und er hat nicht gut aufgetreten heute in den ersten 10 Minuten. Und zum Beispiel, die erste Gegentor ist gekommen, kurz nach dieser Check gegen Christian Hommel. Eigentlich müssen wir da in Überzahl sein. Okay, das ist die ersten 10 Minuten. Wir haben gut gespielt, und wir sind so schnell wie möglich 3-0 in Rückstand. Die letzten 50 Minuten hat Wolfsburg uns gezeigt, dass die 2 Schritte schneller waren wie uns für die ganze Zeit. Sie haben jeden Zweikampf gewonnen danach, sie haben mit Schnelligkeit gespielt, sie haben sehr konsequent in eigene Zone gespielt. Wir hatten Probleme, um die Wolfsburger unter Druck zu bringen. Wir haben vielmals unseren Mann freigelassen in eigene Zone. Das kann ich auch vorstellen ein bisschen, weil die Koffer waren nicht mehr dabei von unseren Jungs. Das war ganz deutlich für mich. Wir müssen uns wieder hergruppieren. Das ist für mich ganz deutlich. Wir haben über 2 Tage wieder ein Spiel in Hamburg, und eine gute Mannschaft wartet auf uns in Hamburg. Und wir müssen hergruppieren. Die Jungs kurz trainieren morgen, und dann gehen wir im Bus nach diesem Spiel mit hoffentlich genug Mut, um hier zu punkten. Und das ist natürlich das Wichtigste von jedem Spiel, um zu punkten. Wir haben hier heute verloren, wir haben 3 Punkte verloren.
zu meinem sehr starken Gegner, sehr verdient. Und Wolfsburg geht zu Hause mit den 3 Punkten. Oh, Dankeschön. Dankeschön, Doug Mason. Gibt es Fragen an Doug Mason? Das ist auch nicht der Fall. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Pavel Groß und wünsche gut nach Hause. Ich danke auch Doug Mason. Unser nächstes Heimspiel ist hier am 7.10. gegen die Kölner Haie 19:30 Uhr. Das erste Bulli. Dankeschön und schönes Wochenende noch.